Wenn du die Datei konsequent gegliedert hast, wenn du also mit Überschrift 1, Überschrift 2 und so weiter gearbeitet hast, so ist es ein leichtes, ein automatisches Inhaltsverzeichnis anzulegen. Der Vorteil des automatischen Inhaltsverzeichnisses liegt auf der Hand. Wenn du nämlich nachträglich noch Abschnitte einfügst, so müsstest du bei einem manuellen Inhaltsverzeichnis alle Seitenzahlen nachträglich wieder ändern. Bei einem automatischen Inhaltsverzeichnis werden diese natürlich automatisch aktualisiert. Das Inhaltsverzeichnis soll nun auf die erste Seite kommen. Ich muss hier also einen Seitenumbruch einfügen. Ich tippe vor den ersten Buchstaben des Titels und gehe da auf Einfügen, Seitenumbruch. Idealerweise sind die nicht druckbaren Zeichen eingeblendet im Moment. Die findest du im Start über dieses Symbol. Und ich tippe jetzt also vor diesen Seitenumbruch und über Verweise kann ich da ein Inhaltsverzeichnis einfügen. Es hat schon verschiedene Vorlagen. Ich wähle mal dieses hier. Das ist jetzt ein bisschen sehr umfangreich geworden. Du siehst, es wird sogar auch die dritte Ebene noch integriert. Das wird mir ein bisschen zu lang und der Titel ist auch nicht gerade so, wie ich ihn mir vorstelle. Ich überfahre ihn, mache ihn 18 Punkt, die normale Kalibri und schwarz und fett. Dann wähle ich hier erneut bei benutzerdefiniertes Inhaltsverzeichnis, dass eben statt 3 nur 2 Ebenen angezeigt werden. Das kannst du hier noch ändern. Du könntest hier die Füllzeichen noch anpassen, wenn dir diese Punkte nicht gefallen. Und wenn du bestätigst, so wirst du gefragt, ob dieses Inhaltsverzeichnis ersetzt werden soll. Ich sage ja. Und jetzt habe ich das schon etwas reduziert. Es braucht immer noch etwas viel Platz, vor allem diese untergeordneten Punkte. Ich überfahre mal einfach dieses Kurzporträt und ändere da die Schriftgröße auf 9 Punkt und beim Absatz, den lasse ich mir gerade als ganze Palette einblenden, wähle ich nach 0 und anstatt genau mehrfach 1,2 und wenn ich bestätige, ist jetzt nur diese eine Zeile geändert. Ich will das ja für alle Zeilen dieser Ebene machen, deshalb lasse ich mir die Formatvorlagen einblenden. Jetzt muss ich diese Formatvorlage suchen, das wäre also Verzeichnis 2 und aktualisiere diese Formatvorlage für die ganze Datei. Dann haben wir noch das Problem, dass jetzt nach der ersten Ebene ein Abstand ist und dann zur zweiten Überschrift wieder keiner. Das ist ein bisschen unglücklich, deshalb tippe ich in die erste Ebene hinein, gehe da wieder auf Absatz. Da soll nach 0 sein, dafür vor vielleicht 4 oder so und der Zeilenabstand, der soll auch wieder mehrfach 1,2, je nachdem ist es bei dir vielleicht auch 1,2 sein. Hier hat es mir das jetzt automatisch gemacht. Zur Sicherheit kann ich auch hier nochmals diese Formatvorlage für das Verzeichnis 1 anpassen. Und jetzt sieht es schon recht vernünftig aus und hat vor allem auch auf einer Seite Platz. Wenn du jetzt in dieser Datei etwas vorgenommen hast und sich gewisse Absätze nach hinten verschoben haben, so musst du jetzt da nicht die Seitennummern ändern, sondern du kannst einfach hier draufklicken, Inhaltsverzeichnis aktualisieren und du wirst gefragt, ob du nur die Seitenzahlen aktualisieren möchtest oder auch das gesamte Verzeichnis. Das ist dann wichtig, wenn du auch Titel geändert hast, also wenn du im Text etwas geändert hast. Ich bestätige mit OK und im Moment hat es mir natürlich nichts geändert, aber hier würde das jetzt alles noch ergänzt. Du siehst, es ist also eine praktische Funktion, mit der du dir sehr viel Arbeit ersparen kannst. Dieses Inhaltsverzeichnis hat nun zwar wunderbar auf der ganzen Seite Platz,
Aber der letzte Absatzumbruch ist mir dennoch auf die neue Seite gesprungen. Deshalb müsste ich allenfalls an diesen Abständen noch etwas herumbasteln oder ich kann auch einfach den unteren Seitenrand etwas nach unten ziehen und jetzt hat es wunderbar Platz. Wenn ich Pech habe, hat es mir jetzt aber durch diese Verkleinerung des unteren Seitenrandes auch noch weitere Absätze verschoben. Da muss ich jetzt noch das Feintuning machen. Allenfalls würde ich in diesem Fall jetzt auch die Abstände der Überschrift 2 nach unten etwas verkürzen, dafür nach oben etwas vergrößern. Dann könnte ich nämlich diese leeren Zeilen jeweils auch noch löschen. Ist jetzt aber nicht unsere Aufgabe. Es war ja nur ein Beispiel, um das Grundprinzip bei längeren Dateien kennenzulernen. Wichtig ist, dass du nach diesem Feintuning am Schluss nochmals dieses Inhaltsverzeichnis aktualisierst, damit dann allfällige andere Seitenzahlen ebenfalls aktualisiert sind. Noch ein letzter Tipp zum Inhaltsverzeichnis über Ansicht, Navigationsbereich anzeigen. Siehst du nun, weil wir konsequent mit Überschrift 1 und 2 und 3 gearbeitet haben, haben wir auch hier einen sehr praktischen Navigationsbereich und wir können uns sehr schnell durch diese ganze sehr lange Datei hindurch bewegen.